Hallo zusammen, wir sind hier auf der Kleider Expo in Hülden am Stand von Aerotech und Wolfgang wird euch mal die neuesten Errungenschaften und Modelle von Aerotech vorstellen. Bitte. Ja, guten Tag zusammen. Ich bin hier auf dem Stand von Aerotech und möchte euch mal einfach unsere Neuheiten zeigen. Das erste wäre der Crossfire 3. Crossfire 1 kennt jeder von euch. 2004 das erste Modell gebaut, 2014 kam Crossfire 2 und jetzt haben wir den Crossfire 3 in 2024. 20 Jahre Aerotech. Schon ein ganz neues Modell, komplette neue Auslegung mit 10 Grad V-Form, ganz dünnes Profil, also absolut ein tolles Modell, geeignet für F3G oder für den Allrounder. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir das Modell einsetzen können. Auf der anderen Seite hier haben wir ein neues Modell, den Skydutch von Aerotech. In Solid-Core-Bauweise, eine ganz neue Art der Flügel zu bauen. Mit einem Styroporkern innen drin, gefrästes Styroporkern. Und Besonderheit an dem Flieger ist, dass wir eine Dichtklebe dran haben. Das gab es bislang noch gar nicht auf dem Markt. Das ist also ganz neu. Interessant ist der Flieger natürlich, dass er vierfach geteilte Flügel hat, die Winglets kann man wegnehmen, den Rumpf kann man teilen, somit dass er in den Koffer reinpasst. Das Packmaß ist ideal, wenn man dann in Urlaub geht, kann man immer so einen Flieger dabei haben, der hat einen richtig großen Flieger dabei mit Spannweite 4,20 m bis 4,35 m. Neu ist auch, dass wir im Höhenruder das Servo eingebaut haben mit RDS-Anlinkung. Genauso das Seitenruder-Servo ist auch bereits schon eingebaut. Der Flieger ist ziemlich gut vorgefertigt mit Gestänge schon drinnen für die Wehrruder- und Wölbklappenanlenkung, sodass man eigentlich nur noch den Motor einbauen muss und Empfänger und so weiter, die Kleinigkeiten. Und dann ist das Modell flugfertig. Des Weiteren unser bekannter Sensor als F-Flottflieger, der wo hinten steht da unten wegen der Sonne, dass er von der Hitze das Schwarze nicht so aufbläht wird. Und den gibt es auch in drei Versionen, in Light, in Mittel oder in Windy-Ausführung vom Gewicht her. Der hier ist das CBS-Setzele vorgesehen mit einem Gewicht von 2,3 Kilo circa. So, dann kommen wir auf die andere Seite. Das sind ja unsere bekannten Modelle. Ikura kennt jeder, denke ich. Ein super Allround-Flieger in der Spannweite mit 4,30 Meter, mit Winglets. Gewicht ca. 4,2 Kilo und kann man am Hang fliegen, in der Ebene, kunstflugtauglich, ist alles machbar damit. Also ein super Allrounder. Dann kommen unsere kleinen Flieger, der T-Race 21 im Design vom vom Ikura, so das kleine Modell davon, T-Race 29 und den T-Race 23. Unser Alltagsflieger aus dem Kofferraum raus, zusammenstecken und fliegen. Auf der anderen Seite haben wir den bekannten Orca, der hier am Boden liegt. Orca ist auch ein sehr bekanntes Modell, einsetzbar, Hang, Ebene, für alle Arten von Fliegen, sage ich mal. Man kann am Hang fliegen, kann das Ding aufballastieren, kann GPS fliegen, damit gibt es eine GPS-Ausführung, also sehr vielseitig einsetzbar. Genauso wie der Delfin, wo hier auf dem Ständer steht, das ist Delfin V, das Race-Modell, der neue. Gibt es dann mit 3,60 Meter Spannweite oder mit 3,90 Meter Spannweite. Also auch ein sehr universell einsetzbares Modell, wo wir für den Alltagsgebrauch, wo jeder damit fliegen kann. Yes. Aerotech Flugzeuge für alle.